Simone Thomalla ist wieder auf dem Single-Markt. Nach 12 Jahren sind die Schauspielerin und Silvio Heinevetter getrennt. Am Montag verkündet das ehemalige Traumpaar das Liebesaus gegenüber Bild. Wir haben uns bereits vor einigen Monaten einvernehmlich getrennt und bleiben als Freunde verbunden. 2009 lernen sich Simone und Silvio bei einer Preisverleihung in der Hauptstadt kennen. Schnell funkt es zwischen ihnen und trotz 20 Jahren Altersunterschied werden sie ein Paar. In den vergangenen Jahren führen die Turteltauben bereits eine Fernbeziehung. Während der Handballer beruflich immer wieder den Wohnort wechselt, pendelt die 56-Jährige zuletzt zwischen Berlin und Bayern. Mit Promiflash spricht Simone im Mai 2019 über den damals anstehenden Umzug ihres Liebsten nach Hessen und klingt noch sehr optimistisch. Wir haben beide Berufe, die uns seit Jahren in verschiedene Städte treiben. Und das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Natürlich behalten wir Berlin als Lebensmittelpunkt. Das ist unsere Stadt, die wir lieben. Wir haben schon seit 10 Jahren dieses ewige Hin und Her, was eine Liebe aber auch frisch hält. Für die Tatortdarstellerin steht zu dieser Zeit fest, ihre Beziehung funktioniert besonders wegen der gelegentlichen räumlichen Trennung sehr gut. Weil Alltag kann, glaube ich, auch sehr viel kaputt machen. Doch 2020 kommt dann einiges anders als gedacht. Wegen der Pandemie sind die beiden noch länger räumlich getrennt und können lediglich übers Telefon kommunizieren. Eine harte Probe für die Liebe, wie ein Insider nun schildert. Eine Beziehung auf solche Distanz und auf solch eine lange Zeit zu führen, das ist extrem schwer. Aber Simone und Silvio wollten es trotzdem versuchen. Doch leider ohne Erfolg. 12 Jahre, nachdem es bei den beiden funkt, sind die zwei jetzt kein Paar mehr. Den Liebeskummer muss Simone aber nicht alleine durchstehen. Tochter Sophia bewältigt zuletzt nämlich ebenfalls eine Trennung. Seit 2019 datet die Moderatorin eigentlich Fußballer Loris Karius. Im vergangenen Juni tauchen dann plötzlich Fotos auf, die den Kicker innig mit einer Frau im Urlaub zeigen. Und bei der handelt es sich nicht um die 31-Jährige. Kurz darauf bestätigt Sophia das Ende der Romanze. Wir sind getrennte Leute. Er kann ab jetzt machen, was er möchte. Der 28-Jährige meldet sich nach den Schlagzeilen ebenfalls zu Wort. Ganz reumütig erklärt der Torwart: Es ist leider wahr, dass wir uns schon länger auseinandergelebt haben. Dass es nun so auseinandergeht, das tut mir leid und dafür möchte ich mich entschuldigen. Sophia ist also ebenfalls seit einigen Monaten wieder Single und steht ihrer Mutter in der schweren Zeit der Trennung nun ganz sicher bei.